So, das ging jetzt schneller, als ich erwartet habe. Und wir können auch gleich wieder weitermachen. Ich will jetzt nicht lange trödeln. Macht so ein Theater darum, einfach nur das Fett wegzukippen. Nur warum meine Mutter das alte Fett in einer Flasche haben will, verstehe ich nicht ganz. Aber vielleicht reibt sie sich ja gerne mit altem Frittierfett ein. Das gibt ihr die besondere Note für den Tag. Nee, ich weiß es nicht. Ich hätte es jetzt einfach in den, entweder ins Klo gekippt. Oder einfach in den Beutel rein und ab in den Müll. Huch. Dreck runter. Dann sehen wir mal zu, dass wir ordentlich Cobblestone zusammenkriegen. Immerhin haben wir noch zwei Türme, anderthalb Türme zu bauen. Irgendwann, wenn wir mal ganz viel Langeweile haben. Boah, ich dachte gerade so, da also diese Kugel, dass da irgendwas käme. Ich hätte mich so erschreckt hier. Weil hier rechnet man einfach nicht damit. Wenn wir genug Langeweile haben, werden wir uns mal irgendwo hier nach oben graben und einfach mal gucken, wo wir rauskommen. Eigentlich schnell müssten wir ja nicht vorankommen, da wir ja recht viel aus den Wänden rausrupfen. Auch mal irgendwann auf hier zu Redstone. Fast ein ganzes Stack Redstone auf einmal. So. Da noch. Ach du Scheiße. Jetzt reißen wir hier richtige Löcher in die Decke, um das Eisen rauszupopeln. Da könnte jetzt theoretisch schon eine Spinne drin spawnen. Ach, jetzt heult Tilly wieder draußen rum. Ach, hoffentlich beschwert sich die Nachbar nicht. Mal schauen, kurz um die Ecke. Ja, sie guckt dort. Wahrscheinlich ruft sie ihre Freunde. Tschüss! Ah, Lena ist weg. Das sind so immer die schönsten Momente des Tages. Einsamkeit und Ruhe. Ist da noch was? Das hier können wir auch noch mit Kies wieder zukleiden. Wir finden heute viele Rohstoffe. Das, obwohl wir sie gar nicht suchen. Man will uns quasi am Cobblestone-Farm hindern, indem man uns das Inventar mit vielen süßen Dingen versüßt. Naja, aber Cobblestone haben wir auch schon einiges, naja. Wenn man das als einiges bezeichnet, dann ist man schon recht arm dran. Theoretisch können wir auch einfach mit der Behutsamkeit Spitzhacke hier reingehen und Clearstone abbauen, aber ich glaube, das wäre Verschwendung. Da drüben ist Kohle, ich habe schon gesehen. Und ich werde sie mir auch holen. Aber erstmal werden wir jetzt mal ein paar Fackeln setzen wieder. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Machen wir noch ein Loch rein. 5. So, die Lücke hier, die werden wir dann wohl erst später zumachen. So. Na gut. Das heißt so viel wie hier ist Ende. Wenn der Kies runterfällt, da grabe ich mich jetzt nicht wegen ein bisschen Kohle durch. Für Diamanten würde ich es tun, aber nicht für Kohle. Und jetzt konzentrieren wir uns wirklich mal wieder auf das Ernten von Cobblestone.
meine, dafür haben wir uns jetzt ja dieses Ding hier ausgehoben, einfach nur um Cobblestone zu farmen. Also das war so das primäre Ziel. Das sekundäre Ziel ist natürlich, dass es hier unten auch noch den einen oder anderen Diamanten gibt, der gerne mit will. Oder gerne eine Spitzhacke werden will. Sehe ich, ist das jetzt nicht spannend, aber es ist ein notwendiges Übel. Wenn man schöne Gebäude bauen will, braucht man halt viel Cobblestone. Und den farmen wir nicht offscreen, sondern direkt im Let's Play, indem wir hier uns in diesem Gang vorwärts bewegen und den Redstone, den ignorieren wir jetzt da oben. Den nehmen wir nächste Mal mit, die Kohle auch. Die Kohle auch. Dass wir wirklich mal auch ein bisschen Cobblestone wenigstens zusammenkriegen auf unserer Reise. Und nicht das ganze Inventar mit irgendwelchen tollen Zeug haben, das sicherlich nützlicher ist als Cobblestone, aber... Ja, stinkt nach Frittierfett. Jetzt will ich bei McDonald's arbeiten. Okay, den Eisen, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt auch einfach mal mit. Oh. Ah, naja. Mehr Kohle nehmen wir jetzt auf gar keinen Fall mit. So. Wir graben uns jetzt einfach mal ein Stückchen hier geradeaus wieder, so dieses Tunnelgraben. Und dann kommen wir von der anderen Seite. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich nichts mehr sehen kann. Lol. Ja, ich weiß, das war jetzt gecheatet. So, dann gehen wir den Weg zurück. Boah, ist der dunkel. Und dann fangen wir mal von links und rechts an hier abzutragen. Na los, jetzt gebt mir wenigstens nochmal 3 Diamanten hier. Und ich kann sie mir nicht mal holen, weil wenn ich jetzt diese Löcher im Boden mache, wir haben kein Zeug mehr, um sie zuzustopfen. Naja, das ist dann wirklich eine Sache fürs nächste Mal, wenn wir dann wieder Dreck haben. 1, 2, 3, 4, nein. Auf jeden Fall soll dieser Tunnel halt eine schöne Form behalten und deshalb stopfen wir halt alle Lücken immer wieder zu. Deshalb setzen wir da auch an der einen Stelle irgendwann, wenn wir dran denken, mal eine Tür rein. Ich bin immer noch am Überlegen, wie wir hinterher die Brücke bauen. Cobblestone ist für mich keine Alternative. Und auch Bricks ist mir einfach zu massiv. 3, 4, 5. Da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Ich bin auch schon die ganze Zeit so ein bisschen immer am Überlegen. Schade, dass man Gitter nicht querlegen kann. Das wäre der Renner. So eine Gitterbrücke, das wäre was Neues, das hat nicht jeder. Na gut, weil es auch nicht geht einfach. Es müsste so ein halbdurchlässiges Material geben, also wie Glas nur, ja, wie Gitter halt. Dass man quasi durchgucken kann, so ein Gitternetz oder auch Holzbalken, die durchsichtig sind.
Ah je. Zwei, drei, vier, fünf. Wenn man überlegt, wie viele Fackeln wir jetzt schon wieder verballert haben. Auf dem kurzen Stück. Scheiße. Okay. Zeit zum Abbiegen. Welche Richtung? Oh, nehmen wir die. Die Lücke musste ich jetzt halt mit Cobblestone zustopfen, weil sonst wäre die Lava halt reingeflossen. Scheiße. 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 Wie weit geht das hier? Ach, da noch? Okay. Besserer Plan. Ah, Füllmaterial. Ob wir uns das Eisen da unten jetzt schnappen können? Na, da komme ich nicht dran. Hab jetzt auch keine Lust, hier alles auseinanderzureißen. Eins, zwei, drei. Warte mal, da fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5. Was geht wohl eher aus? Die Spitzhacke oder die Fackeln? Haben wir ja so eine schön verzauberte Spitzhacke, damit geht es relativ schnell. Jetzt überlegt mal, wir würden hier mit einer Steinspitzhacke drin rumpopeln. Das würde ja ewig dauern. 2, 3, 4, 5. So haben wir noch ein schönes Tempo. Und so macht es auch am meisten Spaß, wenn der Stein einfach so vor einem wegbricht. Am besten jetzt noch eine höher verzauberte Spitzhacke. Hat man Redstone immer liegen lassen, weil es so lange gedauert hat, es abzubauen. Gut, dass sie das geändert haben. 1, 2, 3, 4, 5. Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. Gold ist relativ selten und da lohnt es sich, auch mal eine Lücke im Boden zu haben. Na komm. Das kommt davon. Ich habe leicht eingefettete Finger und schon klappt das mit dem Mausrad nicht mehr ganz so. Na, vielleicht geht auch beides, beides nicht auf und... Ah, guck mal, was da ist. Krieg ich eine neue Spitzhacke, oder? Ja! Ich krieg eine neue Spitzhacke. Und sogar eine neue Schaufel auch noch. Ist das nicht toll? Das ist halt wirklich so der Vorteil, wenn man so auf den tieferen Ebenen sich den Cobblestone rauspopelt. Kriegt halt wirklich noch das ganze Zeug mit. Also Diamanten, Eisen. Hier geht man nicht leer aus. So, hier noch einen rauspopeln, dann kommen wir da gleich. Und irgendwann, wenn wir mal keinen Cobblestone so dringend brauchen, dann popeln wir auch mal die anderen Sachen hier aus den Wänden raus. Aber momentan ist halt Cobblestone unsere höchste Priorität.
Außer natürlich Diamanten, die stehen höher. Von daher sparen wir uns die Inventarplätze. Oh ja. Jetzt können wir gleich vielleicht doch ein paar Lücken schließen. Autsch. 1, 2, 3, 4, 5. Das Zeug, das sollten wir jetzt auch schnell wieder loswerden, denn unser Inventar ist pickepacke voll. So, jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir das Zeug loswerden. Das heißt, wir popeln doch hier so ein bisschen rum. Ja, ist mir jetzt egal, ob dahinter auch noch Kohle war. Wir graben jetzt einfach mal ganz oberflächlich hier die Sachen aus. Wir haben sogar genug Level, um unsere neue Spitzhacke gleich zu verzaubern. Platz haben wir noch für Kohle sogar. So, die Seiten da, das können wir mit Kies machen, sobald wir Platz haben. Haben wir noch irgendwo eine Lücke? Hier. Oh, naja. Für Kohle können wir noch mitnehmen, da haben wir noch ein bisschen Platz. Kriegt man Füllmaterial aber genau dann, wenn hier einen das Inventar eh schon überquillt. Scheiße. Okay, vergiss da oben das Zeug. Keine Lust jetzt irgendwie auf Lava-Einstürze. So, den letzten legen wir dann mal schnell hier hin. So, und jetzt sehen wir mal zu, dass ich jetzt noch wirklich... ich jetzt hier irgendwie durchkommen, dass wir noch die zwei Stacks mit Cobblestone füllen können. Na super. Ein zu viel. Ah, können wir eh nicht mitnehmen. Okay. Fünf. So. Mit den einen Dreck hier mit. Dann haben wir da die Lücke wenigstens auch noch zu. Ah. Leck mich doch am Arsch. Jetzt habe ich genau ein zu viel. So. Jetzt geht's aber weiter hier. Komisch, auf der Strecke hier finden wir jetzt Dreck ohne Ende. Und 1, 2, 3, 4, 5. Noch ein. Fertig. So, den Rest hier, das machen wir dann nächste Mal mit unserer neuen Schaufel und unserer neuen Spitzhacke. Und ich habe auch schon eine gute Idee, wo ein guter Platz für einen Hochweg wäre. Und zwar hier an der Wand. Ah ne, nur Redstone. So, dann rennen wir mal. Ah, wollte ich doch einen Schluck trinken dabei. Der Weg scheint wirklich kein Ende zu nehmen. Ja, so einen zweiten Hochweg, der wäre schon nicht schlecht, so als Abkürzung. Und wenn denn... Und hier sind wir wieder
im Freien. Und langsam kommt das Licht zurück und man sieht über uns jede Menge Schafe. Das sieht geil aus. Sieht immer noch interessant aus. Oh, jetzt sieht es langweilig aus. Auf der Seite sieht es noch interessant aus. Wo sind wir eigentlich? Das da drüben, das ist... Wir sind quasi neben unserer... Kakaobohnenfarm. Das kann man jetzt endlich mal genau sehen. Minimap-Plugin ist uns ja für Beta-Version nicht gegönnt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Aber man kann es ja verstehen. Ich meine, wer hat schon Lust, für jede Woche neues, neues Beta-Dingsy, sein Plugin anzupassen? Oder seinen Mod? So, ich glaube, da wir jetzt... Das ist, glaube ich, immer, wenn man von unten rauskommt, da hat man dann die Probleme mit dem... mit den Weltladezeiten. Ja, guck mal, jetzt geht's doch gleich wieder flotter. So. Jetzt geht die Scheiße in den Ofen. Um es mal ganz vulgär zu sagen. Und die Katze in den Mixer. Da hatten wir noch ein paar drin. Ach ja, das waren die, die wir... So, hier packen wir erstmal das ganze andere Zeug mit rein. Mir kam übrigens heute eine gute Idee, oder vielmehr eine exzellente Idee, die ich in den Kommentaren gelesen habe. Dafür sage ich nochmal Danke. Und zwar werden wir in Zukunft jede Menge Platz sparen, indem wir unsere Eisenvorräte, bevor wir sie transportieren, in Blöcken umwandeln. Wieso bin ich nie alleine auf diese Idee gekommen? Und wieso haben wir hier noch so viel drin? Habe ich das vorhin vergessen? Na, ist ja auch egal, aber... Ja, da. Und, na gut. So, irgendein Ofen, der noch nichts hat. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Nee, alle gut bedient. Dann hole ich meine Stöckchen. Dann haben wir ja genug hier. Und dann machen wir uns mal unsere neue Spitzhacke und gucken, was drauf kommt. So, den Rest, den letzten Diamanten packen wir dort rein. Das werden wir jetzt immer so machen, wenn wir mehr als 3 Diamanten auf einer Tour finden, dann werden wir die 3 Diamanten in Spitzhacken umverwandeln und den letzten Diamanten einfach sparen. Es werden aber wirklich nicht mehr NPCs hier. Und Effizienz, Glück und Haltbarkeit. Boah. Na gut, obwohl Effizienz ist genauso wie hier, Haltbarkeit auch, nur dass ich jetzt noch einen Glück-Bonus habe. Boah, damit können wir Cobblestone abbauen und überlegt mal Diamanten. Doppelter Loot. Oh, wie schön. Da freue ich mich. Da freue ich mich richtig drüber. Oh, die packen wir jetzt aber allerdings erstmal weg. Wir könnten den... Ich bin immer noch am Überlegen, wie wir die Luftbrücke machen. Eine richtig gute Alternative ist mir noch nicht eingefallen. Hier hatten wir, glaube ich, jetzt noch ein angefangenes. Mal gucken, wo wir nachlegen können hier. Da unten ist schon fertig, da kann auch schon wieder rein. Hier ist gleich auch fertig. Da können wir noch den Rest reinpacken hier. Dass das hier alles schön voll bleibt. So. Nehmen wir schnell den Flint weg und den Redstone. Wir können uns ja zur Not hier schon mal so ein bisschen wieder vollladen. Das Zeug, das wir brauchen oder brauchen sollten. Vielleicht brauchen. Ne, einen weiter. Dorthin. So, was haben wir denn noch so an Holz? Fichte, 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 Fichte. Fichte. Fichte haben wir genug. Da haben wir noch ein Stack Tropenholz. Das ist auch noch Tropi. Das hier könnten wir auch mitnehmen. So. Was wir brauchen, sind neue Fackeln. Jetzt habe ich gerade die Kohle in den Ofen gepackt. Da. Immerhin ein Stack.
Kohle hat man immer schnell gefarmt und auch schnell wieder verbraucht. Das ist praktisch. Nee, stockieren wir nach hinten. So. Müsste auch mal irgendwie nachrechnen, wie viel Fackeln wir schon in diesem Spiel verballert haben. Oh, Eisen schwindet langsam auch wieder ein bisschen. Oh, das macht ja nichts, noch haben wir genug. Hm, die Brücke. Wie wär's mit zwei Holzreihen und in der Mitte ein Glaskern und an den Seiten Zäune. Aber es würde sehr den rustikalen Look, den wir momentan haben, sprengen. Ah. Da muss man wirklich genau überlegen, wie man das macht. Aber das wäre so das, was mir jetzt einfallen würde. Und in der Mitte der Glaskern. Sehe bestimmt auch nicht schlecht aus. So, für den Moment kann man hier noch so ein bisschen nachlegen. So. Nein. Dass wir dann mal so alles in den Ofen drin haben und dann mit dem, was jetzt schon fertig ist, halt losziehen können. So. Ist ja schon doch eine relativ große Menge, was schon fertig ist. Sollte eine Zeit lang reichen. So, jetzt hier oben noch und dann sollte ich auch wirklich alles hier weggepackt haben. Hoffentlich. Oder auch nicht. Na komm, man ist ja verarsche hier. So. Und los geht es zu unserer Baustelle. Aber da möchte ich gerne beim Tageslicht weiterbauen. Was wir schon mal auch noch mitnehmen könnten, das wäre so ein bisschen von diesem Nether-Racke. Oder Nether-Gestein. Und ein Feuerzeug natürlich auch, bevor wir da jetzt bauen. Und dann fällt mir ein, oh, wir brauchen noch einen Nether-Stein. Und ein Feuerzeug, das haben wir hier. Schnell griffbereit liegen. Ah, die Melone hier, die finde ich eindeutig schöner. So. Wir haben noch ordentlich Zeug auch da hinten liegen. Damit sollte der erste Turm auf jeden Fall fertig werden. Und ich würde sagen, wir setzen da jetzt einfach noch so eine Reihe drauf. Dann haben wir für oben einen schönen Kelch. Auch der Farbton, also das macht sich gut, die beiden Farben. So, die Kiste und die Werkbank, die nehmen wir nachher dann auch mit. So, das brauchen wir auf jeden Fall noch, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Holz haben wir eigentlich genug dabei, da könnten wir allerdings mal so tauschen. Ja, und Bricks können wir uns jetzt einfach mal einen ordentlichen Stapel machen, schon mal, bevor wir da hochgehen. So, so und so haben wir 8 Stacks. Und dann mal hoch hier. Toll, jetzt habe ich natürlich den Clearstone im Inventar da unten rumgammeln. Naja. So, ihr kommt natürlich hoch und ihr kommt hier rein. Also bisher gefällt mir der Turm hier sehr gut. Ich hoffe, ich kriege das nur oben hin. Also beim Zeichnen kann man ja Rundungen besser runden als in Minecraft. Und das ist jetzt so das, was ich befürchte. Aber mein Gott, das kriegen wir schon alles irgendwie hin.
Und ich hoffe, dass wirklich mit dem Release die Ladezeiten auch wieder besser werden. So. Dann schauen wir mal, legen wir hier mal einen ran, damit wir sehen, wo wir angefangen haben. So. 1, 2, 3, zack. Wag dich. Wag dich hier den Freiflieger zu machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und dann haben wir das auch schon fertig hier. Oh ja. Genau die perfekte Höhe. Dann haben wir nämlich die komplette obere Kuppel über den Wolken. Was auch schön ist. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig hier. Nochmal runter gucken. Ja, mache ich. Ach übrigens, wer sich jetzt wundert, wo wir denn jetzt überhaupt anschließen werden für die Brücke. Das werden wir später irgendwo einfach da, wenn wir eine Wand rausreißen. Das habe ich momentan noch gar nicht berücksichtigt. Also da nicht wundern, dass da noch nichts drin ist oder nichts angedacht ist. Ich dachte, wir bauen erstmal den Turm fertig, dann bauen wir die Brücke und dann gucken wir mal. So, hier mache ich auch wieder einen dran, damit man genau sieht, wo wir angefangen haben. So, die Wolke, die zieht langsam durch uns durch. So, und dann ist der Kelch auch soweit fertig. Und alleine für diesen Kelch wird wahrscheinlich massig Cobblestone draufgegangen sein. Was sag ich da? Cobblestone, Stone Bricks. Vier. So, dann machen wir wieder die Runde. Ah, und man sieht schon, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Die Wolken sind unter uns. Das ist ja das, was ich jetzt erreichen wollte. Zur Not hätten wir auch noch eine Reihe mehr drauf klatschen können. Das wäre mir dann auch egal gewesen, aber ich möchte gerne die obere Etage dann wenigstens wolkenfrei haben. Wenn schon eine Etage jetzt komplett in den Wolken hängt. So. Na gut, der Ofen ist noch voll. Oder vielmehr die Öfen sind noch voll. Nicht vor, hier irgendwie an irgendeinem Material zu sparen. Dann gehen wir lieber noch mal farmen oder machen montags noch eine Aufnahme oder dienstags morgens, bevor Cabo kommt. Auf jeden Fall, ich kriege das Ding hier fertig und zwar ohne jetzt Einsparungen zu betreiben. So war ich hier stehe. So, über den Klotz hier. Ah, nein! Die ist jetzt nicht bis ganz unten abgedüst, oder? Also, ich würde sagen, im Golf nennt man sowas ein Hole-in-One. So. Dort, dort, dort und dort. So, machen wir
die Leiter schon mal dran. Ach, guck mal, die Wolken sind jetzt perfekt quasi. Von hier sieht man sie nicht und von oben auch nicht. Man hat sie genau zwischen den Etagen. Das ist nice. Das ist Skill, kann man fast schon sagen. So, auch die Etage will beleuchtet werden. Hier machen wir es uns jetzt einfach, indem wir ja so beleuchten. Dann bist du natürlich falsch hier. Aber du bist auch nur eine Fackel. So. Und jetzt baue ich das zum ersten Mal. Also die Idee war einfach, dass wir an den Seiten hingehen und versuchen, so eine Art Krümmung zu erzeugen nach innen. So. Und so. Und das von allen Seiten. Also hier rüber, darüber, dort rüber. Und dass die sich dann quasi in der Mitte treffen. Aussicht würde man dann über die Schrägen bekommen. Also zum Rausgucken halt. Aber erstmal müssen wir eine Reihe komplett durchziehen. Das ist auch der Grund, warum es breiter gegangen ist. So hat man hier halt auf den Schrägen etwas mehr Guckfrequenz. Mist. Hier läuft es etwas anders. 1, 2. Damit haben wir das hier auch irgendwie mal beglichen. Und ich hoffe, das sieht wirklich am Ende auch gut aus. Wie gesagt, das ist ein reines Experiment jetzt hier, was ich hier vorhabe. Aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, auf was es hinauslaufen wird. Oder wie es aussehen sollen wird. So, damit es jetzt nicht ganz so steil aussieht, setzen wir hier noch welche hin. Und da. Und dort. Und dort. Und dort. So, das wäre dann die oberste Etage. Angedacht. Habe ich keinen Dreck dabei. Das heißt, wir müssen es so machen, dass wir hier wieder hochkommen. So, jetzt heißt es langsam reingehen. Eins, zwei. Nein! Och, jetzt wollte ich doch nicht runterfallen. Wir können uns auch einfach irgendwie wieder hochbauen. Ach, ich habe keine Axt dabei. Wie kommt das denn? Schöner wäre es natürlich, wenn wir das noch so machen, aber dann haben wir hier keine Aussicht mehr. Dann kann man hier nicht mehr runtergucken. Ich denke jetzt nebenbei so ein bisschen nach. So, und jetzt wird es halt breiter. Und es soll sich dann halt so in der Mitte treffen. So, dann gehen wir mal wieder runter. Das tut jetzt richtig weh. So.
Gucken wir mal, ob wir es hier jetzt hinkriegen, ohne runterzufallen. Abstand ist überall gleich, okay. 4. 1, 2. Na egal, das beben wir später dann. Von der Menge an Steinen sollte es auf jeden Fall ausgehen. Habe ich jetzt... Nee. Doch, habe ich genau falsch gemacht hier. Also da müssen wir wahrscheinlich nicht mehr nach unten. Ach übrigens, man hat mich mal gefragt hier, ob ich irgendwie was mit Österreichern zu schaffen hätte oder mit Schweizern, wegen ob das ausgehen wird. Ja, ich habe sehr viele Österreicher, Schweizer in meinem Freundeskreis und da hat man sich das dann irgendwie abgeguckt oder angewöhnt. Daher kommt das dann. 3. Wir jetzt eigentlich noch machen müssten, dass wir hier irgendwie Fackeln draufstellen. Sonst haben wir nämlich bald hier die Zombie-Apokalypse auf dem eigenen Dach. Das sind 3, das heißt, hier muss auch noch einer hin. Mal gucken, von wo tut es jetzt am wenigsten weh. Von da ist es jetzt sehr riskant, aber es tut nicht weh. Ja. Eins weiß ich jetzt schon, das andere Gebäude kriegt nicht so ein aufwendiges Dach. Dafür ist es mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit. Aber einmal kann man das auf jeden Fall machen. So, weiter geht's. 2 fehlen noch.